Matisse liebt Märchen. In seiner Fantasie lebt er darin. Und Schneewittchen war immer am wichtigsten. Davon hat er so oft erzählt und gemalt. Ich habe das immer für eine ausgedachte Welt gehalten. Bisschen verschroben. Aber heil. Mein Gott, wer denkt denn an sowas? Und heute in der Kirche haben Sie auch nichts gemerkt. Ach, wie denn, mein Gott. Das Verhalten eines Sechsjährigen mit extremen Gefühlsausbrüchen. Aber ich kann doch nicht immer alles einordnen und verstehen, was er meint. So ein Kind liebt man anders als ein normales. Amelies Schuh lag unten in der Gruft. Also wo ist sie? Ich weiß es nicht. Bitte schreien Sie mich nicht so an. Wo war Ihr Sohn an dem Abend, als Stefanie verschwand? Er hat mitgespielt, war einer der Zwerge. Bei mir, zu Hause. Es war doch schon spät. Wo ist er jetzt? In der Psychiatrie. Nach der Aufregung heute in der Kirche musste ich ihn dahin bringen. Er hat eine Beruhigungsspritze gekriegt und jetzt schläft er. Frau Thelen, wir müssen Thies verhören. Das erlaube ich nicht. Er ist ein Kind und er ist behindert. Und ohne meine Zustimmung brauchen Sie einen richterlichen Beschluss. Wir bekommen den richterlichen Beschluss. Auch für die DNA-Entnahme. Von Thies? Ja. Was soll denn das bringen? Er hat doch die gleiche DNA wie Lars. Das beweist gar nichts.